Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal und heute, wie eigentlich auch schon so immer ab und an mal, gehen wir auf die Jagd. Ich will nämlich einen Säbelzahntiger fangen. Ich kann ja jetzt alle Tiere zähmen und deswegen, und ich will unbedingt einen Säbelzahntiger haben. Aber auch alle anderen. Ja, ich würde die einfach... Moment. Nein. Warte. Ich habe gerade was gesehen. Warte mal. Säbelzahntiger. Mann, nein. Weg. Pfui. Hier hin. Doch, Säbelzahntiger. Was ist das? Ach, ein Blutfang-Säbelzahntiger. Die sind wahrscheinlich nochmal einen Ticken besser. Ja. Egal. Ist mir doch wurscht. Ich bin Säbelzahntiger. Alter, was willst du? Das Kackvieh, ey. Ja, genau. Geh du mal hinterher. Mach kaputt. Säbelzahntiger, ey. Holy fuck. Ich denke nicht, dass es hier so viele geben wird. Ja, die müssten eigentlich relativ groß sein, oder? Ich meine, man kann auf den reiten. Habe ich aus einer sehr sicheren Quelle erfahren. Und deswegen sollte man die eigentlich relativ leicht sehen können. Aber das kann natürlich durchaus sein, dass es hier nur einen einzigen von denen gibt. Ja, das kann durchaus sein. Das weiß ich ja nicht. Säbelzahntigerchen. Wo könnte ich einen finden? Weil bevor ich den nicht habe, gehe ich hier auch nicht weiter. Bei euch los? Das ist ein Jaguar, ne? Arschkeks. Ich verarsche oder was? Hier. Jawoll, so ist richtig, ja? In die Fresse. So. Ach, Jaguar halt die Fresse, dich will ich nicht. Du interessierst doch keinen Schwanz, ey, weißt du? Vielleicht sollte ich dir mal helfen. Ah, vielleicht auch nicht. Wo ist so ein verdammter Säbelzahntiger? Die Folge wird so lange gehen, bis ich den gefunden habe. Ohne Spaß, ne? Huhn! Ah, Huhn tot. Federn! Yes! Zwei! Eine. Verdammt. Ich brauche nur eine Feder. Wo ist das andere Huhn? Genau, ist da eine Runde. Bist du auch ein Huhn? Ja. Bleib stehen. Du bist kein Huhn, aber ist mir egal. Du musst sterben. Du bist ein prähistorisches Huhn einfach, und damit passt das. So, ich kann was Neues herstellen. Yay! Und zwar das hier. Ich habe 4 Bärenfelle? Okay. Dann mache ich das. Und für das letzte brauche ich natürlich seltene Federn. Die findet man wahrscheinlich auch nicht so einfach. Sehr selten. Ach man, wo ist der denn? Ich will jetzt einen Säbelzahntiger sofort. Ich möchte sofort einen Säbelzahntiger haben. Mann. Nee, du bist kein Säbel, du bist ein normaler Tiger, ne? Ich weiß das halt nicht, ey. Boah, Alter. Alter, ich hab doch meinen Speer geschmissen, Mann. Hier. What the fuck? Nein! Säbelzahntiger! Hier! Ich hab einen Köder! Nimm den Köder! Nein, ich bin tot! Ich hab mich nicht geheilt! Verdammt, da war der Säbelzahntiger! Scheiße! Es gibt sie doch! Es sind nicht nur Mythen und Legenden. Egal, ich bin immer noch hier. Der war da hinten irgendwo. Okay, ich gehe da nochmal hin. Ist mir egal. Ich will den jetzt haben. Wo war denn das? Irgendwo hier, ne? Ja, das bedeutet ja nicht, dass die da bleiben, wo sie gerade waren. Ich weiß aber auch nicht mehr 100% wo das war. Da schreit irgendeiner rum. Warum? Alter, was geht denn hier? Alter, was willst du? Komischer Typ in blauem Dress. Alter, wo ist mein Vieh?
Hilfe! Warte. Oh. Was? Der ist tot? Wo ist der tot? Ich muss ihn wieder berufen. Ich muss ihn wieder beleben, natürlich nicht wieder berufen. Ah, Hilfe, ich werde angegriffen. Mama! Genau, greif ihn an. Verjag ihn! Oh, ey, ohne Spaß, ne? Oh, jetzt habe ich deswegen den Säbelzahntiger verloren. Ist doch scheiße. Mann, ey. Nee. Ich will den Säbelzahntiger wieder haben. Wo ist der? Wenn ich darauf schließen würde, müsste er von da irgendwo gekommen sein. Und er war von... Da ist er, da ist er, da ist er. Hier. Ich habe Fleisch für dich. Yeah, Fleisch. Ich weiß. Und ich werde sie jetzt noch zähmen. Durch das Blätterdickicht. Yes. Ha. Aber ich glaube, den kann man nicht reiten. Der ist, glaube ich, zu klein dafür. Aber ich kann ihn streicheln. Nein. Ich glaube, den kann... Oder? Nee, den kann ich, glaube ich, nicht reiten. Ich glaube, der ist zu klein. Den anderen... Es gibt da noch einen. Es gibt da diesen Blutfang. Ich glaube, der ist um einiges größer. Aber, Alter, der sieht geil aus. Der sieht richtig geil aus. I like. So, jetzt habe ich meinen Säbelzahntiger. Jetzt können wir hier hinlaufen, alles klar. Wobei, ich glaube, ich gehe mal lieber hier hin. Und werde von da dahin laufen, weil das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Denke ich mir zumindest. So. Ich nenne ihn liebevoll Säbelchen. Aber ich glaube, der wird auch nicht schwimmen, ne? Er bleibt hier am Ufer stehen. Eigentlich schade, dass sie nicht mitschwimmen. Aber gut. Machst du halt nix. Machst du halt nix. Das sind wir immer so milchig, sage ich mal, so ein bisschen, ne? Oh, aber geil, jetzt habe ich auch einen Säbelzahntiger. Achso, das geht hier ja gar nicht. Da ist er. So. Was fehlt mir denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück fehlen mir noch. Schneeblutwolf, der ist gut, aber der ist natürlich OP. Der ist eigentlich insgesamt sogar besser als der Bär, ey. Krass. Krass. Krass, krass, krass. Oh, jetzt kann ich auch Bären zähmen. Das ist auch ziemlich geil. Ich glaube, auf einem Bären kann man auch reiten, ne? Wäre natürlich cool zum Reiten, aber ich würde als Begleiter, glaube ich, eher den Säbelzahntiger haben wollen. Was denn? Alles gut. Das war nur Säbelchen, ey. Keine Panik, Mann. Ja, nehmen wir mit. Hab keine Ahnung, was ich tun soll, aber wir machen das einfach. Suchen und retten, alles klar, wir suchen... Achso, stimmt, es war ja suchen und retten hier. Warte, 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 erstmal muss ich das hier nehmen. Ah, der ist leider zu klein und zu reiten, schade eigentlich. Aber egal, ich habe einen Säbelzahntiger. Okay, ab hier geht's los. Spuren verfolgen wahrscheinlich. Einfach mal ein paar Spuren verfolgen, würde ich sagen. Mich echt angreifen. Besser ist auch. Besser ist auch. Ich wollte es ja nur mal so gesagt haben. Ja, und so, wenn sie mich verfolgen, naja, sollen sie machen. Oh, Bär, Bär, hier. Ich habe was für dich, Bär. Bleib hier. Hier, warte, 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 warte. Hier. Bär, nicht abhauen. Bär? Ja. Warte, warte, warte. Ich zähme jetzt den Bären, pass auf. Ich zähme mir jetzt. Ich zähme ihn hier. Pass auf, er wird gleich fressen. Jetzt frisst er und jetzt. Ich kann ihn nicht zähmen. Okay, warte. Ich glaube, weil er im Wasser steht, ne? Hier. Hast du noch mehr? Jetzt will ich dich aber zähmen. Jetzt bist du an Land.
Jetzt hoffe ich, geht das. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich will den zähmen. Da muss ich verkloppen, tut mir leid. Okay, der haut ab. Jetzt bin ich enttäuscht, warum kann ich den nicht zähmen, ey? Ist das vielleicht so ein krasser Bär? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Warum kann ich den, konnte ich den nicht zähmen? Ist das so ein. Hier, wie heißt der? Das ist hier so ein großer Narbenbär. Das könnte natürlich sein. Ich denke mal nämlich nur, auf den kannst du reiten nachher. Hä? Ach so, hier. Alles klar. Wo sind sie denn? Hä? Ich bin etwa verwirrt. Hallo? Hier ist überhaupt keiner. Hä? Ach lol, die sind unter mir. Ja, what the fuck? Muss man mir auch mal sagen, ey. Was soll ich denn das riechen, weißt du? Schon wieder meine Skills auspacken. Ach wohl. Oh. Ah, guck mal hier. Ja. Das passiert nämlich, ja? Dann, wenn Säbelchen mal loslegt hier. Gib's direkt auf die Fresse. Yay, wir haben noch mehr Leute, die sich uns angeschlossen haben. Sehr gut. Gehen wir nicht dahin zurück. Holen uns noch die Nebenmission. Macht es hier auch gerade, also momentan macht es mir weitaus mehr Spaß, diese ganzen Nebensachen zu machen, als in den anderen Teilen. Auch wenn ich überall hinlaufen muss. Aber alleine, dass ich jetzt so einen Begleiter habe, finde ich schon mega geil. Ach, guck mal, hier ist noch so ein Tigerchen. Ich finde das aber auch cool, dass sie die jagen so. Ha, meine Federn. Ja, hau bloß ab. Brauche ich das? Nee. Glaube nicht. Gut. Da muss ich nämlich nicht dagegen kämpfen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Ich glaube schon, allein aufgrund dessen, dass ich hier so Begleittiere habe, finde ich das schon ziemlich geil. Oh, ist ja süß. Na, da haut er ab. Naja. So. Wollen wir mal gucken, was die von mir wollen. Die Isila zwingen Venya, stehende Steine zu errichten. Befreie die Gefangenen, bleibe unentdeckt oder sie werden getötet. Befreite Venya, schließen sich deinem Dorf an. Alles klar. Ich weiß schon, ich muss in die Richtung, habe ich gerade gesehen. Ist das direkt hier? Tatsache. Wo rennt der hin? Halt schon mal vor. So. Das sind alle. Ah, greifen wir den mal an. Okay. Säbelchen, lass uns loslegen. Oh, wir wurden entdeckt, verdammt. Nein, nicht töten. Okay, drei Stück immer befreit, okay. Warum haben die mich eigentlich entdeckt, ey? Schweine. Diese kleinen Schweine, aber wir haben das gut gelöst. Hier, kriegst du ein bisschen Fleisch? Hast du fein gemacht. Ja, ja. So, zack, den nochmal mitnehmen. Warte, hier rüber. Habe ich. Ne, alle habe ich nicht. Meine. Tiger. Tigerschen. So. Alter, wie schnell die tot waren. Da muss ja Säbelchen schon losgelegt haben, ne? Krass. So, dich noch. Und, Nippelchen hier auch noch. Kann ich gar nicht. So, auch noch.
Okay, wo ist der Typ? Der liegt ja auch irgendwo, ne? Ach, der ist hier runtergefallen. Ja, gut. So, einer liegt da noch, den nehmen wir auch mal kurz aus. Aber ich werde mir schon mal einen Wegpunkt setzen. Und zwar jetzt hier runter. Ich weiß nicht, was das für ein toller Ort sein soll, ehrlich gesagt. Aber egal. Ich gehe hier runter. Ja. Und wir gucken uns das mal an. Ich will die eine Leiche hier noch auf jeden Fall mal kurz looten. So wie man das damals halt gemacht hat. Da hat man immer gelootet, ne? Da hat man die Scheiße aus den Gegnern gelootet. So, komm, Säbelchen, wir haben jetzt andere Dinge zu tun. Wir können uns nicht mehr um diese Lutscher hier kümmern. Ach, so, was haben wir hier? Schiefer? Ne, hier haben wir Südstein. Nehmen wir mit. Holz nehmen wir mit. Alles auch gut, mehr Pfeile zu haben. Hallo, ich bin weg. Tschüss. Ich habe nicht unbedingt Bock, jetzt gegen die zu fighten. Würde ich wahrscheinlich gewinnen können, aber es wäre ein bisschen nervig, weil die, glaube ich, ein bisschen was aushalten. Diese Dickhäuter, ne? Töte und durchsuche den Träger. Oh, verdammt, ich brenne. Ah, ich muss Feuer löschen. Ja, ich muss jetzt noch essen. Ja, genau, töte du die mal. Wo ist der Träger hin? Keine Ahnung. Au! Arsch! Wenn du noch's richtig. Scheiße. Kann doch nix, weißt du? Weiß nicht, ob ich den Träger jetzt durchsucht, ich glaube nicht. Moment. Hier ist noch eine Leiche. Dün, 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 dün. Hier. So, und wir werden unseren Weg weiter fortsetzen. Ab und zu mal die Jägersicht anmachen. Das Licht ist schön. Ich finde ein bisschen krass, das sieht immer so milchig aus. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. So. Nicht unbedingt neblig. Irgendwie komisch. Ja, doch irgendwie schon neblig, ne? Als ob es immer neblig ist. So ein bisschen strange. So. Okay, hier haben wir natürlich einen Außenposten. Heißt, unsere Eule muss mal wieder ran, natürlich. Am besten nicht so weit über dem Boden. Oh, hier sind die ganzen Burschen. Was ist das eigentlich für ein Zeichen da? Oh, warte mal. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Warte mal. Kann, hä? Hat gar keine Bombe. Ich dachte, die kann auch die Tiere hier befreien. Ist da voll gelogen. Hm. Kann ich, warte mal, kann ich den töten? Na, das ist kein normaler, ne? Na, egal. Gut. Ich weiß zumindest, wo die jetzt alle sind. Das ist schon mal etwas. Wir nehmen uns erstmal unseren Pfeil wieder in die Hand. Wir müssen uns jetzt anschleichen. Kann ich hier eigentlich die Dinger auch kaputt machen und wieder so ein bisschen sabotieren? Das wäre ziemlich geil. So. Ja, ich versuch mal. Schnauze. Oh, ich brenne. Aber ich bin dabei leise. Was? Wie konntet ihr mich sehen? Ich stehe hinter dem Tiger, ja? Sehr gut, hier. Na gut, dann halt nicht. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht, ne? Ich wollte es echt versuchen mal zu machen, ohne entdeckt zu werden, aber naja, hat nicht funktioniert. Alter, bist du blöd? Ach, warum bin ich denn tot? Hä?
Ach, verdammt, jetzt muss ich meine Eule nochmal rausschicken hier. Ach, jetzt läuft er auch noch rum, der Sack. Scheiße. Im Haus sind natürlich noch viele, das ist doch gar kein Tier, das ist ein Gefangener. By the way. Okay. Alles klar. Ich will versuchen, den halt von hinten zu killen. Das Blöde ist natürlich, durch die Maske kann ich auf jeden Fall keinen Headshot mit dem Pfeil und dem Bogen machen. Das heißt, ich muss einen Takedown versuchen. Und hoffe natürlich nicht, dass er sich jetzt umdreht. So, Takedown, okay. Jetzt gehen wir mal außen lang. Das ist schon wieder so einer. Schlafen die? Also manche schlafen ja auch, was ich auch geil finde, ne? Die müssen ja auch mal pennen. Aber dann könnte man... Scheiße. Scheiße. Wie könnte ich das jetzt am besten machen? Weil der ist ja am Pennen, ne? Was? Das haben die jetzt gehört, oder was? Oh Mann, lass mich mal durch, ich muss den komischen... Oh, hä, wie können die... Achso, das können auch andere machen. Das ist natürlich blöd jetzt. Heilen. Auf damit. Warte mal, auf damit! Ich will mich die ganze Zeit heilen, dann kommt ihr, oder was? Arschbratzen, geh weg, ey. Alter, wo ist denn eigentlich mein Säbelchen hin hier? Tot? Ich glaube fast ja, ne? Shit. Ich muss mal kurz irgendwo hin. Dass die nur von einer Seite kommen können. Ich glaube, Säbelchen ist tot. Oh, scheiße. Ich dachte, der läuft weiter. Alter, was macht ihr denn da für einen Scheiß? Hört doch mal auf mit dem Kack hier. Er ist viel zu clever für so einen Trottel. Ganz kurz gucken. Ist der tot? Ja, der ist tot. Dann lebe ich ihn halt wieder. Ist mir egal. Ach, mach doch mal Feuer aus hier. Komm. So. Dann brenne ich mal selber, ey. Und wenn jetzt noch welche, gut, der eine, der chillt immer noch da unten. Chillt, hä? So. Ah, ärgerlich, ey. Wo haben die das schon wieder rausgefunden? Weißt du, dass ich die angreife? So, knallhart. Ich brauche nicht zielen. Ich mache einfach tot. Und verderben. Aber, Nippelchen sind übermalt, sehr gut. Hä? Ist einer weggelaufen oder was? Ich werde die ganze Zeit erkannt. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung, ich kann die bestimmt irgendwie kaputt machen, ich weiß aber nicht wie.
So, befragen wir mal die Gefangenen. Wo ist denn der andere? Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ah, hier. Hä? Ach, da ist noch einer. Guck mal. Da ist ja noch einer. So, jetzt haben wir es geschafft. Wo hat denn der sich versteckt, der Pisser? Naja, soll mir egal sein. Jetzt ist er tot, ne? Jetzt haben wir das Ding auch eingenommen. Wunderbar. 500 Erfahrungspunkte. War nicht ganz so, wie ich es wollte eigentlich, aber na gut, machst du nichts. So, du kriegst so ein bisschen Fleisch. Hab leider auch nicht mehr so viel. Ach, den haben sie getötet, oder was? Den einen hier. Na gut, das ist natürlich blöd. Oder sie? Oh, damit sind wir fertig. Ich würde sagen, das war's dann auch für die Folge. Ich werde, glaube ich, noch ein bisschen looten jetzt. Weil hier sind ja noch einige gestorben, die ich looten sollte. Die haben bestimmt irgendwas Interessantes mit dabei, eventuell. Aber zumindest kann ich es gebrauchen. Deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein.